Sie sind hier 21. Januar 2019, 11:22 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten. Im Spiel von Huddersfield Town gegen Man City kommt es zu einer kuriosen Verwechslung. Im Mittelpunkt steht ein Doppelgänger des potenziellen Wagner-Nachfolgers. Nach dem Rücktritt von David Wagner buhlt Huddersfield Town um die Dienste eines BVB-Trainers. Offenbar steht der Dortmunder U23-Coach Jan Sievert kurz vor einem Wechsel in die Premier League. Am Wochenende witterte ein Reporter des englischen TV-Senders Sky Sports bereits eine große Geschichte, als er meinte, den 36-Jährigen auf der Tribüne des Clubs erkannt zu haben. Als Manchester City-Fan Martin Warhurst auf der Tribüne den Sky-Reporter Patrick Davison auf sich zukommen sah, ging er davon aus, dass es sich um einen Zuschauer handelte, der seinen Sitzplatz für sich beanspruchen wollte, weit gefehlt, denn Davison hatte ein ganz anderes Anliegen. Der Reporter kam zu mir und sagte, "Bist du Jan, der neue Trainer?" Ich lachte und sagte, "Nein, nein. Ich bin Martin aus Wakefield", erzählte Warhurst der englischen Zeitung The Guardian nach der bizarren Situation. Der Geschäftsführer einer Hospizeinrichtung in Yorkshire wollte eigentlich nur das Spiel seines Herzensvereins Man City bei den Terriers ansehen, als ihn die kuriose Verwechslung unverhoffterweise ins Rampenlicht der TV-Übertragung rückte. twitter.com/skysportspiel/status/1087004162762686264644 Verwechslung löst Reaktionskette aus. Es gab sehr viele Reaktionen von Zuschauern, Leute, die auf mich zukamen und nach einem Selfie fragten oder mir auf die Schulter klopften, um mir Glück zu wünschen, kommentierte Warhurst die Folgen seines ungewollten Auftritts in der Öffentlichkeit. Anzeige der ZN gratis testen und internationalen Fußball live. Es gibt eine gewisse Ähnlichkeit, deshalb verstehe ich, wie es dazu kam, aber ich bin offensichtlich der attraktivere von uns beiden. twitter.com/ethanjames1704/status/1087020489887961088 Neben dem unverhofften Ruhm gab es für Warhurst an diesem Tag auch als City-Fan Grund zum Jubeln. Sein Team gewann letztlich souverän mit 3:0 bei Huddersfield und bleibt dem FC Liverpool auf den Fersen. Sport1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Ber. Mehr.